Dein Herzcontainer halt und deine Lebensenergie wurde ein Herz erhöht und die da vollständig aufgefüllt. Oh ja, gib mir Energie. So. Hier hinter. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wollte auf jeden Fall Zelda hin. Aber was wolltest du hier? Und ich werde bei ICQ genervt. Ach, wie schön. Mir egal. Ich hoffe nur, kommt nicht wieder. Sonst muss ich, naja, erstmal ICQ auf jeden Fall offline machen. Ich wollte die Vögel haben. Dann halt nicht. Ach, was mache ich denn da? Ich brauche das Schwert. So. Und wie letztes Mal. Hui. Aktivieren wir das Hyrule-Symbol. Also das Symbol der Hylianna. Gebieter, die diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte, die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlands, liegt in Elden, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Ja, und wir bekommen jetzt die nächste Tafel, um nach Elden zu reisen. Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Genau, verschwinde, Fei. Ich will Navi wieder haben. Erst verschwindest du und dann kommst du wieder. Lass mich in Ruhe. Gebieter. Wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Elden begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Dann werden wir das mal tun. Aber vorher heißt es abspeichern. Speichervorgang. Erfolgreich. So. Nee. The Q. Wie ist der nochmal? Macher, oder? Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Wer bist du? Wie, du kennst Macher nicht mehr? Das ist eine Enttäuschung. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund.
gut. Mach's gut. Und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Und tschüss. Naja, komische Bewohner gibt's in diesem Spiel. Aber wir wollen jetzt ins Wolkenmeer. Ins Wolkenmeer zurück. Möchtest du ins Wolkenmeer zurück? Na klar doch. Dann auf. Fei hat mich übrigens, wo ich farmen wollte, genervt. Das konnte ich euch leider nicht zeigen. Sie hat erklärt, dass wenn ich unten im Erdland diese Steine, ihr wisst ja, die ich mit dem Himmelsstrahl in den Himmel geschossen habe, die werden hier markiert, was die hier auslösen. Das heißt, hier ist was und hier ist was. Dann gehen wir mal erst, bevor wir die Steintafel zurücklegen, gehen wir doch erstmal Erkundungstour machen. Muss ich hin? Da lang. Moment mal, ich habe eigentlich keine Flasche, fällt mir gerade auf. Also kein Leere. Ich sollte eine Flasche am besten leeren. Am besten die Fee, die ich bei mir habe. Ich frage mich nur, ob ich die Fee verkaufen kann, wenn ich will. Soviel ich weiß, kann man Items verkaufen. Aber die Frage ist, verkauft man die Flasche mit oder nur den Gegenstand? Ich hoffe mal, dass man die Flasche nicht mitverkauft. Und, oh. So. Und da ist das, was ich suche. Und was ist drin? Eine Abenteurertasche! Also du hast deine Abenteurertasche vergrößert. Also nun kannst du ein weiteres Item mit dir führen. Und die zwei anderen, die kaufe ich mir bei dem Händler. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg, an welche zu kommen, aber geht eigentlich doch recht schnell. So, Flasche leeren. Die hier. Sorry, Fee. Stellen wir uns einfach mal vor, der hätte mich gekillt. Oh, du hast eine leere Flasche mitgebracht. Sehr schön. Hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bringen sie dem Schwertmeister, aber hurtig. Na, worauf wartest du noch? Ich habe übrigens nur 5 Minuten Zeit. Das gemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Ach, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppen nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Jo, Chef. Link der Suppenlieferant. Oh je. Wir haben nicht viel Zeit. Dann auf, Link. Sattel den Vogel und los geht's. Ich vermisse Epona irgendwie. Ah, wo ist denn diese... Ah, Wolkenwart. Am besten ich benutze noch diesen... Ah! Lag! Lag! So, und jetzt ab dadurch. Noch ein Turbo-Boost. Schneller da. Dann werde ich erstmal bei der Schule. Auf die Schule. Da. Und ab.
Und jetzt schnell da rein. Hey Schwertmeister, ich hab was für dich. Hallo Link, bist du auch schleißig mit dem Schwert? Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbissuppe hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt? So ist es. Dann her damit. Aber hurtig, bitte sehr. Und waren wir schnell genug? Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbissuppe meinen besten Dank aus. Warum ich das jetzt mache, weiß ich selbst nicht. Ich krieg ja nicht mal was dafür. Ja, ich denke mal, am Schluss werde ich belohnt. Wehe, wenn nicht. Wo wollten wir jetzt hin? Ach ja, richtig. Wenn wir schon mal hier sind, die Steintafel abgeben. Wie kommen wir da am besten hin? Ich denke mal hier. Genau. Ich glaube, Link muss mal ein bisschen mehr Sport treiben. Der hat überhaupt keine Ausdauer, der Kerl. So, da wären wir. Und rein da. Wir wollen ja das Portal von Elden öffnen. Und das zweite Tor öffnet sich. Gebieter, stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen. Ach, an einen neuen Ort. Sorry. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Genau, Vorbereitung ist das A und O. Dann schauen wir doch mal, was es Neues im Wasser gibt. Oder was der eine Händler der Fliegenden noch für uns so zu parat hat. Oh. Cookie, hey! Meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Link. Ja, genau. Gibt's ein Problem? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Leider nicht. Ich verstehe.